Wir malen ein Bild. Ein Saal, dramatische Musik, stehende Ovation. Im Blitzlichtgewitter von hunderten Fotofinishes glitzern die Emotionen durch die Schweißperlen von jahrelanger Arbeit. Bücherberge erklimmen und Prüfungswochen durchschwimmen. Emotionstäler durchschreiten. Denn wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und gewagt haben sie viel. Sie hatten die Wahl. Meisterbrief in der Hand oder Margarita am Strand. Feierabendruhe oder doch noch Abendschule. Wer den steinigen Weg wählt, braucht Durchhaltevermögen und vor allem festes Schuhwerk. Der Talblick vom Gipfel ist immer der schönste, denn genau da stehen sie jetzt. Am Gipfel ihres Schaffens mit einer Medaille, die mehr wert ist als Gold, das hier sein könnte. Denn ohne das Handwerk läuft nichts. Ich bin ehrlich, ich kann nicht mal mit einem Messer schnitzen. Im Gegensatz zu Ihnen, Sie haben die Lizenz zum Besserwissen. Den Weg haben Sie alle zusammen beschritten. Die Freude geteilt, die Schmerzen durchlitten. Geschafft haben Sie vieles in diesen schweren Zeiten. Immerhin konnte Sie noch nicht mal eine Pandemie abhalten. Deswegen malen wir ein Bild, weil die Realität es erwartet. Mit Blitzlicht, Gewitter und leuchtenden Farben. Mit digitalen Scheinwerfern, die für analoge Menschen leuchten. Ganz nach dem Motto, zuerst den Meister machen und dann machen Meister was. Meister sind Problemlöser. Meisterinnen bringen was voran. Meister zeigen, wie es läuft. Meisterinnen haben es drauf. Bleiben Sie neugierig. Bleiben Sie neugierig in einer Welt voller Wandlung. Bleiben Sie flexibel in Gedanken und Handlungen. Bleiben Sie offen für alles, was noch so kommt. Bleiben Sie neugierig im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich gierig nach Neuem. Neuem Wissen, neuen Möglichkeiten, neuen Kontakten, neuen Lösungen, neuen Fakten, denn wer braucht schon Fake News? Bleiben Sie ruhig und gelassen, in einer Zeit voller Veränderungen. So kann selbst das größte Hindernis bezwungen werden. Malen Sie Ihr Bild von Zukunft mit dem großen, bunten Farbklecks Freundlichkeit. Nur wer ein Lächeln schenkt, bekommt ein Lächeln zurück, denn das ist das Ziel. Morgens aufzustehen und voller Glück in eine Arbeit zu gehen, die Ihnen liegt. Die Ihnen Spaß macht und die Ihnen was gibt. Verbiegen Sie sich nicht und bleiben Sie sich treu. Verlassen Sie sich auf Ihr Können, auch wenn manches neu und anders erscheint. Denn darin liegt der Schlüssel zum erfüllten Beruf. Apropos Ruf. Rufen Sie uns an. Bleiben Sie in Kontakt. Melden Sie sich gern wieder und berichten Sie aus Ihrem Berufsalltag. Und jetzt entlassen wir Sie aus dem frisch gemalten Bild in die Welt, ins Berufsleben da draußen, in das Meisterleben, das durchaus eine Menge Überraschungen und tolle Erlebnisse bereithält. Vergessen Sie nie, ihr seid die Zukunft. Macht was draus.